Hallo Leute, willkommen zu meinem ersten Abo-Special. Wir haben die 10 Abos geknackt und ich werde hier jetzt mal ein kurzes Video machen an den Games, das von Uzio gewünscht wurde. Mal ein bisschen rumschauen, was ich denn so habe an Games. Also hier sieht man erstmal meine PlayStation 3. Die ist noch vom alten Modell, ist noch die ganz dicke, weil ich sie gleich nach Weihnachten, wo sie rauskam, gekauft habe. Dazu erstmal noch, einmal das PlayStation 1 Spiel Yu-Gi-Oh! Oh Gott, da sind wir nicht mehr dran. Also, Sonic the Hedgehog für PlayStation 3. Call of Duty Modern Warfare 2 ab 18. Ja. MW 3 ist aber nur ausgeliehen. Battlefield Bad Company 2. Tony Hawk Pro Ground. Portal 2, auch ein Hammer-Game. Crysis 2, geht so. Need for Speed, das gab's zu PlayStation 3 inklusive dazu. Und dann einmal mein wahrscheinlich am längsten gezochtetes Spiel, Battlefield Bad Company 1. Gut, machen wir aber weiter. Ja, mein Rucksack. So schaut's dann hier aus. Das ist meine Sammlung. Gut, so, das ist meine Sammlung. Wir haben einmal hier drei Gamecube-Controller. Einmal mein Gamepad. Zeig mal kurz. Für Super Mario 64 und diverse andere Spiele. So. Hier einmal ein PlayStation 2-Controller. Ausgeliehen. Ich habe zwar eine PS2, aber kein Controller. Mein PlayStation 3-Controller. Ein zweiter. Da der erste aufgegangen ist. Dann haben wir einmal noch unter wahrscheinlich mein ältestes Modell, der Game Boy Color. In Pink. Pink. Dann mein selber zusammengebastelter Game Boy Advance mit The Legend of Zelda Link's Awakening. Nehmen wir den. Kappe habe ich selber drauf gebastelt. Gut, dann haben wir einmal den N64 mit Sonnenbrille drauf. Meine erste Konsole. Und runter noch einen Haufen Zeitrüstungsfahrzeug. Jo. Dann hier noch ein paar Yu-Gi-Oh! Karten. Die von mir noch oben liegen. Dann haben wir einmal meinen Controller. Ja. Das Headset ist ein Schust. Keine Ahnung, welche Art. Jetzt kommen wir an die GameCube Games. Zuerst haben wir Batman. Ja, das habe ich mir geschenkt gekriegt. Das, ja, nie wirklich gespielt. Einmal Flutscher und Weg. Haben wir ziemlich viel gespielt, aber nicht bei mir. Dann einmal ein nachgekauftes Spiel. SSX Tricky. Dann von einer Klassenfahrt gekauftes Pikmin 1. Einmal House the Moon, a wonderful life. Finde ich geil. So habe ich schon eine Weile gesucht. Mario Kart Double Dash, wo kein Mario Kart drin ist, das sage ich gleich. Das habe ich mal ausgesehen. Ich war mein Freund. So, bis müsste. Nächstes Mal. Dort wäre drin The Legend of Zelda The Wind Waker. Komm mal nehmen. Dreimal durch. SpongeBob Film Up. Gekriegt. 1080 Grad Avalanche. Need for Speed Underground. Immer noch vergessen. Alles noch vergessen. Hab alles schön geordnet. SSX on Tour. Das war's jetzt auch schon wieder mit den GameCube Games. Geht's weiter zu. Nein. Ne, hier ist noch was. Hier ist noch was, weil ich gedacht habe, dass ich die Abgrenzung meines Spiels normalerweise nicht. Was ist hier drin? Lego Star Wars 2. The Original Trilogy. Trilogie ist es nicht. Aber. Oder? Was ist die Trilogie? Keine Ahnung. Das ist nicht durchgespielt. Und
dann mitunter, was beim Gamecube dabei war, Super Mario Sunshine. Hammer Game. Gut, jetzt aber zur PlayStation 2. Einmal GTA Sander Andreas. Geschenk gekriegt. Eigentlich alle PS2-Spiele geschenkt gekriegt. GTA Liberty City Stories. Und einmal Resident Evil 4, aber ist nicht drin, wie es sich anhört. Weiter geht's mit PC Games. Einmal Need for Speed Carbon. Ich nicht mehr mal auf meinem PC drauf. Na. Crazy Frog Racing. Yeah. Also auf meinem eigenen PC habe ich hier gespielt. Dann einmal Monster Hunter 2. Free Drone für PlayStation Portable. Auch eine PSP. Ich kann mal auch ein Zeug. Auch ein Objekt. Die Kamera richtig halten. Ein Tacho. Zwei hier. Hier. Tacho. Und eine zweite Speicherkarte oder was immer das auch sein sollte für N64. Auf der alten Liefen irgendwie spielen. Dann haben wir nochmal Jack, Samurai Jack. Kurz mal angespielt auf dem Gamecube. Und Tomb Raider Legends. Zur Hälfte durch. Dann hier noch ein Buch voller Yu-Gi-Oh! Karten. Ein Buch. Sherlock Holmes und die Zeitmaschine. Brief. Dann einmal ausgeliehen. Anno 1701. Ziemlich geil. Wenn ich es aufnehmen könnte, würde ich es sogar machen, aber es geht nicht. Und dann flackert es nur rum. Jetzt kommen wir mal zu den N64 Games. Ich mache jetzt einfach alles nebeneinander. Einmal The Legend of Zelda Ocarina of Time. Zur Hälfte durch. Donkey Kong 64. Zur Hälfte durch. Super Mario 64. Einmal kommen, also einmal durch. Gut. Jetzt noch kurz vor. Einmal die PSP Street. Die werde ich dann auch nochmal alle mit einem Foto, alle Konsolen werde ich dann nochmal auf dem Foto zeigen, damit man alles sieht. Weil hier habe ich dann auch einmal den Nintendo DS und den, ja, den Nintendo DS und den Nintendo DSi, weil der erste mir kaputt gegangen ist. So, so kommt einmal Mario Sonic bei den Olympischen Spielen, Pokémon Platin Edition, Schach. Mutter zu Weihnachten gekauft. Kriegt das nicht an. Gedächtnistrainer. Ich hatte mal eine kurze Zeit lang Probleme mit meinem Gedächtnis. Aber sonst. Madagaskar. Das war beim DS dabei. Spectros. Das habe ich mir wieder bei der Klassenfahrt mitgehen lassen. Und Star Wars. Episode 3, Raid of the Sith. Und in den ganzen Hüllen sind nochmal Gameboy-Spiele, weil. Gameboy-Spiele, weil ich hatte keine Lust mehr. Nicht. Rauszuholen, weil. Es wird eine Weile dauern. Da haben wir noch einmal. The Legend of Zelda Fighter Warriors. Dreimal durch. Gameboy Color-Hülle. Was ist das? Irgendeine Art, keine Ahnung, ich habe das Spiel kapiert. So, ich muss noch was PC anmachen, weil sonst geht ja nicht aus, weil ich es nicht. Pokémon Training Card Game. Durch die Kamera sehe ich das nicht so gut. Eine Hülle für SD-Karten. Und wie gesagt, noch mein Yu-Gi-Oh! Deck. Ja, hi. Tauschkarten, Karten, die ich will, Karten, die ich bekommen habe. Hier noch einmal Nintendo DS Hülle. Oh, fäng an weg. Gameboy Hülle. Mario. Juhu. Mein Handy. Wer es mal interessiert, dieses habe ich. Dem nehme ich gerade auf, weil die dumme Kamera meinte, ihr Akku sei leer. Warte. Ja. Ah. So, was gibt's denn nun noch zu zeigen? Könnt noch mal. Ja. Ich geh mal kurz drüber. So, Leute, zurück. Hier ist dann einmal die. Hier wäre dann einmal die PS2 mit
Memory Card. B. Nee, nicht. Unter wäre einmal der GameCube. Mit. Was drin? Ja, Zelda. Band. Zelda, The Wind Waker. Okay. Spärlich. Ja, ganz spärlich. Nochmal Feuerkarte. Natürlich, was sonst. Und in der PS2 wäre einmal. Resident Evil 4. Ja. Hammer Spiel. Also ich hammer geil. Ja, ansonsten gibt es hier nicht viel. Receiver zum Hochstellen, damit ich sehe ungefähr, was ich habe, weil ich habe hier keinen Platz mehr. Subwoofer, zwei Boxen, Fernseher. Ja, hier links hätte ich dann noch einmal ein Scharfschützengewehr, was ich mir gekauft habe, aus Spaß. Weil ich bin ein Airsoft-Fan, muss ich zugeben. Noch ein paar Figürchen, Weihnachtsfigürchen. Nicht zu faul, da wegzutun. Und ja, ich schwege jetzt mal ganz schön rüber, wenn ich so viel kennt. Gut, dann würde ich sagen, das war's mit meinem 10-Abo-Special. Ich hoffe, einigen von euch hat es gefallen. Auf den Blick, mit dem Blick zu den... Oh, ich habe meine Haare nicht mal gemacht. Auf den Blick mit diesem schönen, richtig schönen Dreisymbol. Ja. Oh, ist das schön. Bisschen zerkratzt, aber ich weiß auch nicht, woher die Kratzer kommen. Ich tue sie nur aus der Höhle raus. Also aus dem Regal und im Wohnzimmer raus. Aber heute ausnahmsweise. Gut, ich würde mal sagen, ich bin Mappens. Ich hoffe, es hat euch echt gefallen. So schaut es ungefähr bei mir aus. Ich kann ja noch mal einen Arbeitsplatz zeigen. Wenn es euch interessiert. Hier haben wir dann auch noch einmal den. Ich habe eine Nachricht gekriegt. Stört euch, lasst euch nicht stören. Einmal den Arbeitsplatz. Ich bin der Doppelbildschirm. Zwei kleine Boxen. Eine Kugelgranate. Yu-Gi-Oh! Karten. So futtern. Buch. Headset. Die Kamera, die versagt hat. Und da unten. Ja, der Hund auch noch. Da unten der Subwoofer. Schöner Stuhl. Und ja. Das war's. Kümmere mich gleich um den Hund. Gut, ich würde sagen, ciao, das war's. Ah ja, Löffel ist.